Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Aufnahmetag hier in Let's Play Minecraft. Ja, könnte man vielleicht meinen, doch es ist nicht ganz das, wonach es aussieht. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Ach ja, und wonach sieht's denn aus? Nein, ihr denkt vielleicht, ich bin zwar hier in der Show-Welt unterwegs und so, und ich nehme jetzt hier auch gerade auf. Aber das Ganze nehme ich zweierlei auf. Denn heute ist Silvester. Zumindest hat es so geheißen. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch mal, wie das Ganze bei mir so funktioniert. Und ja, ich habe dazu einfach mal gesagt, komm, das machen wir ganz speziell. Wir gehen in die Lichowelt. Und wir hören Spinnen. Oh, nicht in die Lichowelt, sondern in die Let's Play-Welt. Und ich zeige euch einfach hier quasi, wie das Ganze bei mir funktioniert mit dem Aufnehmen, mit den einzelnen Dateien zu rendern, wo das alles gespeichert wird, wie ich es speichere. Da gibt es auch nochmal einen kleinen Difference zum Teil. Aber das werdet ihr jetzt sehen. Wir haben jetzt hier eine kleine Aufnahmedatei gemacht. Wir beenden jetzt hier diese Aufnahme quasi wieder aus Sicht von Minecraft und kehren dann wieder zurück auf den Desktop. Ich beende jetzt einfach mal hier die Aufnahme von Fraps. Genau. Jetzt dürfte eigentlich nur noch Camtasia weiterlaufen. Das lief vorher nicht. Das heißt, das ist blöd. Okay. Jetzt dürfte es aber laufen. Und jetzt ist es so, dass wir normalerweise Camtasia jetzt am Laufen haben müssen. Jetzt könnten wir quasi eigentlich Minecraft beenden. Und dann gehen wir jetzt einmal auf meinen Desktop. Das dürftet ihr den Desktop sehen. Und ja, für die Aufnahme hier habe ich jetzt mal den Hintergrund ein bisschen geändert. Da jetzt laufen immer die ganzen Hintergrundbilder von meinen ganzen Outros quasi durch. Sind die nur vier oder so. Von meinen damals selbst gemachten habe ich weggelassen und so. Ja, jetzt kommt quasi, wie das Ganze funktioniert. Fraps hier können wir mal beenden. Denn die gespeicherten Dateien befinden sich dann in dem Let's Play-Ordner Fraps. Hier haben wir die Datei, die wir gerade aufgenommen haben mit Fraps. Hallihallo und herzlich willkommen Da zu labern wir schon einem rum. neuen bla bla bla. Hier sieht man quasi alles, was wir gemacht haben. Die Datei ist jetzt nicht groß, die Datei hat jetzt 673 Megabyte, 1 Minute 31 lang. Um die Videodatei, wenn es mehrere sind, muss ich das ja natürlich irgendwie zusammenschneiden. Dafür benutze ich dann Camtasia. Ich bin noch leicht, noch nicht ganz auf dem Höhepunkt meiner Stimme. Tut mir leid. So. Und hier gehen wir dann einfach auf Medien importieren. Dann sind wir eh schon bei Computer Fraps. Dann öffne ich ganz einfach die Datei. Und dann, wenn es halt mehr sind, dann öffne ich halt alle und dann habe ich hier alle sämtlichen Dateien, die ich halt aufgenommen habe. Dann ziehe ich eigentlich nur die Datei in die Laufspur rein, ändere die Größe auf YouTube HD. Dann wird der Sound ja, gefertigt, sage ich mal. Und jetzt können wir auf Play drücken Hallihallo und und herzlich willkommen. hören die Scheiße nochmal. Da das Ganze bei mir aber oftmals so ist, dass es ziemlich leise ist, mache ich es meistens immer auf laut. Um 1, dann mache ich immer am Anfang und da ihr vielleicht hier seht, dass oben ein bisschen was fehlt und nach unten ein bisschen was fehlt, habe ich hier eine Zoom, das habe ich bei Bibliothek schon gespeichert. Für Most Wanted habe ich das gleiche, weil das Ding irgendwie nur so klein und das ist ja echt für den Arsch. Und deswegen ist es jetzt quasi bis genau hingezoomt, dann kommt ans Ende eigentlich immer ein Daumen nach oben. Das ist jetzt natürlich bei so einer kleinen Datei. Muss das ein bisschen eher sein. Sonst ist es ja immer, hier ist 1001 Minute 30, sonst sind ja die Folgen immer so 12, also 15 Minuten lang eigentlich. Und am Ende kommt dann noch der Staffel 3 Outro bei der Let's Play. Da mache ich aber dann nicht nochmal extra Audio laut, weil das habe ich dann ja damals bei der fertigen Video schon gemacht. Das heißt, es geht dann einfach ganz von alleine schon. Subscribe. Und ja. Das wäre es dann quasi schon gewesen. Bei Spezials oder so mache ich das auch, oder bei Most Wanted, bei einem Second Let's Play, mache ich auch immer Hoden-Logo.
Es kommt einfach hier rein, ist dann gleich unten rechts hingeschmissen und das heißt einfach dann die ganze Zeit Hodenkrebscreme. Dann habe ich noch für Spezials habe ich noch ein Anfangsding, das ziehe ich dann einfach am Anfang immer rein. Das ist einfach das Intro. Muss ich auch mal wieder ein neues Intro vielleicht mal zusammenbasteln lassen. bei auch Spezial Minecraft-Folgen kommt dann das Outro vom Simon noch dazu, weil ich finde, das ist eigentlich das beste Outro, das ich bis jetzt hatte von der ganzen Bewegung und so, aber ich wollte halt mal wieder ein neues. Weil das war ja eigentlich der Anfang erster Staffel und dann eigentlich die komplette zweite Staffel und ich wollte zur dritten was Neues. Deswegen habe ich das. Dann habe ich hier noch einen kleinen Zensur. Der ist immer ja, so ziemlich klein eigentlich. Gehen wir mal hier hin. Zensur. Aber den kann ich halt dann ganz bequem verändern, wie ich es brauche. Was ich eben damit machen will. Ich kann auch hier Fülleffekte, ich kann ihn auch rot machen, ich kann ihn auch weiß lassen, ich kann alles mögliche damit machen, ich kann auch einen Rand hinsetzen, dass der dann noch da ist oder so. Aber eigentlich, also ich brauche ihn bei der Let's Play Minecraft eigentlich selten. Eher dann bei so kleinen Spezials mal, die ich aber eigentlich noch nicht so viel gemacht habe. Okay, wenn ich das Ganze dann habe, dann gehe ich auf Projekt Speichern unter. Hier sieht man schon Let's Play Minecraft. Hier sind quasi alle Let's Plays, die ich bis jetzt habe. Das sind quasi schon die fertigen. Dann schreibe ich einfach rein, Let's, und dann fängt es eh schon an. Und dann muss ich halt schauen, welche Nummer jetzt drankommt. Also in dem Fall jetzt 23, also 2, 3 und dann speichern. Jetzt spart sich das quasi in dem Ordner so, wie es ist, gespeichert. Wenn ich das Ganze auch rendern will, muss ich auf Produzieren und Weitergeben drücken. Dann natürlich auf HD. Dann kann ich hier aussuchen, wo ich es hinhaben will. In dem Fall auch meine H-Festplatte, weil die hat 2 TB, da passt das Ganze sehr gut drauf. Commentary, Miner Comments, Minecraft, Let's Play. Und dann hier, weil ich habe auch, ich zeige euch dann natürlich noch die ganzen Unterordner und dann einfach fertigstellen und der ganze Scheiß wird gerendert. Und warum rufen immer dann Leute an, wenn ich aufnehme? Bis gleich. So, und jetzt bin ich wieder da, ey. Unverschämt, sogar verwählen tun sich die Leute heutzutage. Aber Hauptsache bei mir rauskommen, während ich aufnehme. Ja, ja. Ist schon gut. So, gesperrt haben wir es ja gerade. Dann, um euch jetzt mal zu zeigen, wo die fertige Datei dann quasi rauskommt, dazu gehen wir natürlich auf Commentaries. Meine Comments und dann haben wir hier alle meine fertigen kommentierten Videos, andere Spiele, Trailers, also sind halt eigentlich alle Videos quasi, die ich schon mit Camtasia gerendert habe. Einiger Scheiß, den ich nicht hochgeladen habe, zum Beispiel Crysis 2, das war ein Test, da habe ich aber mittlerweile schon, ich habe es nicht durchgespielt, das Spiel, ich fand es einfach zu blöd. Aber hier sind halt alle Dateien, auch die ich mal hochgeladen habe. Ich habe eigentlich alles behalten, also hier Worms 4, Geschichte, alle Folgen noch da. Da war es eigentlich kein Problem, eher ist das Problem beim Sniper Ghost Warrior, denn die ganzen Dinger, 13,5 GB, das haut schon rein. Natürlich habe ich auch die ganzen Camtasia, die ganzen MB2 Clips da. Ich zeige hier, da gehe ich jetzt aber nicht rein, weil ich nicht zeigen möchte, wie viele Clips da schon da sind. Auch die ganzen, die ganzen Call of Duty Commentaries, 30.5, Scrapyard, Free for All, Quarry, 30.9 und so, sind auch noch alle hier, falls ich eben das ganze Zeug bräuchte, wie auch immer. Okay, dann schauen wir mal bei Minecraft rein. Hier habe ich dann alles mögliche, Your World, Together, Sonstiges, Let's Shows, Let's Plays und kurzes Zeig her. Im kurzen Zeig her waren wir ja letztens erst mit 12 und 11 unterwegs. Und ja, die ganzen Let's Plays sind eben dann hier drin. Hier sieht man jetzt nur das, quasi die Bearbeitungsdatei, die kann ich nicht hochladen, sondern es muss ja erst bearbeitet, also gerendert werden lassen. Das würde dann auch hier fertig drin sein. Hier wäre dann im Prinzip die 22. Die müsste schon gelaufen sein. Und die sieht dann quasi hier so fertig aus. Weiß ich, 16 Minuten, 16 Sekunden, 104 Megabyte. Dauert ungefähr bei mir 30 Minuten zum Hochladen oder so. Gut. Dann können wir das eigentlich entfernen, weil das war ja nur Schmarrn. Und gut, dann würde ich sagen, haben wir das hier alles so. Genau. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in das Internet. Wieso minimierst du dich? Dann kann ich euch mal zeigen meine Videos. Und dann sind wir hier eben
und ja, der ganze Shit, was ich halt so hochgeladen habe in der letzten Zeit. Ich frage mich, warum die Folge 20 gerade so gut lief. Gut, die 19er war auch nicht schlecht. Das war aber auch nicht kurz, wäre auch nicht schlecht. Aber da die 18er war 50 mal. 23, ja, ich finde, es läuft nicht schlecht. Und sogar Most Wanted Let's Play hat 40 Aufrufe. Und einen Daumen nach oben, also das freut mich schon sehr. Da hat er mir ein schönes Geschenk gemacht. ja, hier werden dann eben die ganzen Videos hochgeladen. Ganz einfach auf Video hochladen, wobei ich mache es eigentlich nicht mit Firefox Video hochladen, sondern Videos hochladen mache ich mal mit Google Chrome. Warum? Ganz genau kann ich sagen, auch nicht sagen, aber ich finde bei Google Chrome, finde ich, läuft das Hochladen besser. Kann eine optische Täuschung sein oder so, aber ich finde es einfach so. Ist meine Einstellung. Aber das kann ja jeder machen, wie er will. Heute habe ich auch noch gesehen, dass ich das da falsch gemacht habe. Habe ich jetzt dann gleich ja, gecheckt und habe quasi den neuen Hintergrund hochgeladen. Jetzt passt es auch wieder. Wunderbar. Und gut. Schauen wir uns doch den mal kurz an. Noch so als kleinen kurzen Abschluss. Okay. Bevor wir hier weitermachen, kannst du die Ja, Semmel noch warte. nicht. Oh. Ich bin gerade. Oh, mein armes Wurfmesser. Oh, du Armer. Typisch Film. Also, wenn das Video dann fertig hochgeladen ist, dann erscheint es halt hier. Da habe ich für mich ist eigentlich nicht mehr recht viel zu machen, weil das ist dann automatisch schon da. Ich muss dann quasi nur noch zu dem letzten Video gehen. Jetzt machen wir das Ganze mal mit der 20 Staffel, also mit der Staffel 3, Folge 20. Die habe ich jetzt zwar schon einsortiert, aber mache jetzt quasi nochmal. Wenn jetzt das frisch hochgeladen ist, dann gehe ich quasi zur letzten Folge. Dann gehe ich auf Info bearbeiten, kopiere mir ab, weil das ist ja nicht mehr das Aktuelle. Kopiere mir ab Minecraft alles raus. Kopieren, gebe zurück. Gehe auf die neue Folge, Info bearbeiten und setze halt dann alles hier wieder rein. Speichere das, gehe wieder auf meine Videos. Dann füge ich das Ganze zu Minecraft Staffel 3 hinzu. Oder je nachdem, was es halt ist. Minecraft Spezial, Minecraft Together, Limbo war ja, ne, ist ja nichts mehr. Und ja, dann gehe ich noch auf die Folge selbst. Kopiere das da oben, den Link, die URL. Gehe auf meinen Kanal. Gehe dann hier auf das Auswählen, was halt gerade ist immer. Abbrechen. Das war ja, ist ja schon. Und dann füge ich es noch hier ein. Zack. Und schon wisst ihr natürlich auch noch zusätzlich. Es ist zwar dann davor schon noch so ein kleines Upload-Zeichen quasi davor, aber dann wisst ihr auch noch, dass ich es zufällig noch ist, dass es halt jetzt wirklich fertig offiziell ist. So ist es dann quasi mit Text, also mit Tags und so, Tags, wie man auch immer das ausspricht. Und ja, neue Aufnahme startet jetzt. Ah, hat sich halt noch ein bisschen verzögert. Ne? Aber das haben wir ja schon mal gemacht, darum löschen wir das wieder. Und ja, das war's dann eigentlich. Quasi, wie sind meine ganzen Playlists. Ein paar Playlists sind nicht aufgelistet. Die gehen euch sozusagen nichts an. Aber na gut. Habe ich schon angeschaut vorher. Ja. Auch das habe ich schon angeschaut, habe ich schon angeschaut, habe ich schon angeschaut. Habe ich nicht angeschaut. Habe ich schon angeschaut. Habe ich nicht angeschaut. Habe ich schon angeschaut. Habe ich noch nicht angeschaut. Das, damit, ja, machen wir mal. Dann jetzt gleich. Okay. Dann verabschiede ich mich jetzt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Silvester. Einen schönen Silvesterabend. Nicht zu viel trinken. Alkohol macht. Ja. Irgendwas wird es schon machen. Also, mir tut es nur gut. Solange ich noch rechtzeitig aufhöre. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen wieder. In alter Frische. Bis dahin, euer Hodenkrebsgrämen. Tschaußen.